Namaste, Namaste. Guten Sonntagmittag, liebe Freunde. Ich sage heute nur Freunde. Wir haben beschlossen, eine neue kleine Serie, wie lang sie wird, weiß ich noch nicht, zu bringen. Die heißt A und H, übersetzt Ab- und Hintergründe. Weil ich habe den Eindruck, wir müssen nicht jedes Mal irgendwie den Blick sezieren, was der wieder geschrieben hat. Und mit Blick meine ich eigentlich alle Mainstream-Medien, weil die anderen sind ja auch nicht wirklich besser. Sondern das ist auch ein bisschen der Anspruch. Wir möchten ein paar Hintergründe noch mehr bringen, die ihr vielleicht so noch nie gehört habt. Ich weiß, es gibt Leute auf diesem Kanal, Zuschauende, die sind unglaublich fit drauf mit Hintergrundwissen und so. Dann genießt es oder ergänzt es in den Kommentaren und so weiter. Aber es gibt viele, die sind sehr, sehr dankbar, gerade auch Leute, die das erste Mal so richtig in die YouTube, in die freien alternativen Medien eintauchen. Und das ist der Anspruch da, ein bisschen Hintergrund zu bringen, den man vor allem nicht in den Zeitungen, in den üblichen Zeitungen und Wochenmagazinen liest. Und heute haben wir ein Thema ausgewählt, die ausverkaufte Medizin. Es ist praktisch ein Corona-freier Video, aber bevor ihr jetzt gleich frustriert abschaltet, weil es gibt schon Leute, die brauchen das, so dieses Corona und dieses à la per se Bashing und so, wollen wir nicht. Darum, wenn wir das bringen, werden wir das meistens am Sonntag bringen, nicht dem Tag des Friedens und des Ruhens. Und schauen wir mal. Ich beginne gleich mal provokativ. The crisis in today's healthcare system is deeply rooted in the interwoven history of modern medicine and corporate capitalism. Und also die Krise im heutigen Gesundheitswesen hat die ganz tiefen Wurzeln in der Geschichte der modernen Medizin und des internationalen Kapitalismus. Das ist aber jetzt nicht eine kommunistische Sendung, keine Angst, oder? Aber the medical profession served their own narrow economic and social interests. Also die medizinische Industrie bedient natürlich vor allem die eigenen ökonomischen und sozialen Interessen, oder? Out of this history emerged a medical system that poorly serves society's health needs. Also aus dieser Hintergrundgeschichte, die wir jetzt gleich anschauen werden, ist ein medizinisches System erwachsen oder ausgewachsen, das relativ wenig die medizinischen und gesundheitlichen Interessen unserer Gesellschaft zudienlich ist. Wer hat das gesagt? Ist das wieder so ein Fake News Post auf Instagram oder auf Facebook? Nein, das hat ein Mediziner gesagt, der in Berkeley gearbeitet hat, im April 2012 gestorben ist. Das ist E. Richard Brown. Und E. Richard Brown, und dann sind wir schon mitten im Thema, hat ein interessantes Buch geschrieben, Rockefeller Medicine Man, Medicine and Capitalist in America. Also das ist ein sehr spannendes Buch. Und ich möchte ganz kurz, um die Sensibilisierung voranzutreiben, auf Obamacare eingehen. Oder? Senator Max Baucus, der hat ja als Finance Committee Chairman, war maßgeblich dafür verantwortlich, dass dieses Obamacare in der House, also im Senat und Repräsentantenhaus durchgekommen ist, oder? Und er macht da eine Lobrede auf diese Dame nebendran, die neben ihm sitzt, so ein bisschen andächtig, peinlich berührt ist, weil also er lobt sie wie eine Göttin, sie hätte Tag und Nacht gearbeitet und es wäre ihr zu verdanken, dass dieses Obamacare dann durchgewunken wurde, oder? Und man denkt, ja super, also das ist eine Powerfrau und toll und er ist ein super Typ, der da wirklich einer Frau auch diese Plattform bietet und so. Liz Fowler ist diese Dame, Elizabeth Fowler, oder? Und jetzt, wer ist das? Was hat die vorher gemacht, oder? Und Elizabeth Fowler als Oberassistentin und Chairwoman und rechte und linke Hand von diesem Max Baucus. Sie hat vorher, vor diesem Job, hat sie nicht als Lobbyistin, sondern vielmehr, sie hat für WellPoint gearbeitet, oder? Und das ist die größte
quasi Versicherungskrankenkassengesellschaft von den Vereinigten Staaten. Sie hat von 2006 bis 2008, also 3 Jahre, dort gearbeitet. Und die Pressesprecherin dieses Financial Committees, wo also Baucus Vorsteher war, Erin Shields, called Fowler one of the brightest health care minds in the Senate, and she and the Finance Committee staff have been working day and night. Oder? Also da kommt nochmals eine riesige Lobeshymne, oder sie war vorher eine absolute Interessenvertreterin von diesem Wellpoint und hat sich dann quasi infiltriert in dieses amerikanische politische System rein, oder? Und es gibt dann noch die Vorhergängerin, also ihre Vorgängerin, Michelle Easton, oder? The former Chief Health Counsel to the Finance Committee under Baucus is lobbying for Wellpoint. Und die hat dann die ist ausgetreten, diese Michelle Easton, und hat eine eigene Firma und die heißt Tarpling, Down and Young. Und das ist eine reine Lobbyfirma, oder? Also ihr seht, wie da dieses in der Schweiz sagt man so Hafele, so Deckele, Lobbyisten, Vertreter, Interessenvertreter. Das ist natürlich in Bundesbern ganz anders. Also in diesen Wandelhallen da in Bern, also in der Schweizer Regierung, findet man keine Lobbyisten. Nein, aber hier sieht man, und die haben das natürlich begründet, Baucus und Fowler und wie sie alle heißen, die haben gesagt, dass jetzt Obamacare wird ein erschwingliches Medicare Health System für jede Frau und jeder Mann, oder? Und dann nimmt man einen Staat raus, oder? Und sieht Texas. Obamacare causing 539% Anstieg in Health Insurance Costs für Texaner. Und also über 500% Kostensteigerung. Und das ist dann, das ist von 2013, das war mitten in Obama-Periode drin. Und das wird dann als besonders kostengünstig. Also wenn wir in der Schweiz sind, wir ja gewöhnt, doch meistens ziemlich happige Kassenprämien, Aufschläge zu haben. Aber da, ich weiß nicht, da würde, glaube ich, auch der Schweizer Mittelstand auf die Straße gehen, nach Liestal, nicht nur ein paar 10.000 Covidioten, oder? Und es ist interessant, wie das weitergeht, oder? Ich kenne die Frau nicht, habe keine enttäuschte Liebesbeziehung mit ihr, aber es ist wirklich, wirklich großartig, wie das weitergeht, oder? Obamacare Architect leaves White House for Pharmaceutical Industry Job. Also kaum hat Obamacare ist das durchgerutscht, ist sie wieder weggegangen oder ist zur Pharma gegangen, diese Liz Fowler, da, schaut mal das Lächeln an. Ich weiß nicht, ob das so wirklich von Herzen kommt, oder? Aber da gibt es sicher Spezialisten unter euch, die das besser beurteilen können, oder? Und wohin ist sie gegangen, oder? Is leaving the White House for a senior level position leading global health policy at Johnson and Johnson's Government Affairs and Policy Group, oder? Und Johnson & Johnson kennt ihr jetzt, glaube ich, der dritte Impfstoff in der Schweiz, zugelassen von Johnson & Johnson. Also wer ist Johnson & Johnson? The pharmaceutical giant, also ein Pharma-Riese, that just hired Fowler, also die haben jetzt diese Elizabeth Fowler aktiviert, actively supported the passage of Obamacare through its membership und so weiter. Und was one of the most aggressive supporters, also Johnson & Johnson und die Pharmaceutical Researchers and Manufacturers of America, das ist ein Verband, wo Johnson & Johnson ziemlich prominent drin ist, die haben am meisten dafür lobbyiert und sind auch die größten Profiteure, das muss man einfach wissen, oder? James Ridgway proclaimed Big Pharma the big winner in the healthcare bill. Also Big Pharma, die Pharmaindustrie, der große Gewinner in dieser ganzen Obamacare-Geschichte. Und der Kommentator sagt dann auch, das ist Versailles-like Washington Culture, also ihr kennt oder nicht. Wenn nicht, dann beschäftigt euch mal mit den Versailler Verträgen von 1920, als man Deutschland geprügelt hat, in eine riesige Kriegsschuld hineingetrieben hat, die sie gar nicht zurückbezahlen konnten und damit natürlich auch
mit ein Grund, warum die NSDAP dann diesen leider fruchtbaren Boden vorgefunden hat. Also das ist einmal so ein bisschen ein Hintergrund. Und dann gibt es die Ma Qisha, eine chinesische Wissenschaftlerin, die hat, und jetzt kommen wir zum Thema, ein Buch geschrieben, auch 2013, oder The Rockefeller Foundation, Century-Long Journey in China. Also was Rockefeller, warum die zur Medizin gekommen sind, das wird in den nächsten Minuten erläutert. Und sie schreibt, diese Ma Qisha, das Konzept der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, welches plötzlich in Opposition gestanden hat zu unserer westlichen schulmedizinischen Haltung, begann Ende des 19. Jahrhunderts, also 1895, so um die Jahrhundertwende. Vorher, ich übersetze das, oder? Before that, Chinese doctors were open and flexible in their acceptance of Western treatments and ideas. Also vorher waren die chinesischen Ärzte absolut open-minded, geöffnet, tolerant gegenüber auch der westlichen Medizin, mehr oder weniger kann man sagen, auch umgekehrt, oder? Und die Röstigräben, die Schützengräben, die gingen dann erst auf, als man versucht hat, wirklich das zu desavouieren, die chinesische Medizin lächerlich zu machen und nur die Schulmedizin, die sogenannte allopathische Medizin des Westens, in eine hohe Position zu manövrieren, oder? Und in her book To Change China, The Rockefeller's Foundation Century Long Journey in China, just published in Chinese, holds that NGOs, especially the Rockefeller Foundation, contributed to this process. Also gerade die Rockefeller Foundation, natürlich sehr eine reiche Stiftung, haben diesen Spaltprozess, so Ma Qisha, massiv katalysiert und beschleunigt. Und jetzt, was war da eigentlich los in dieser Jahrhundertwende? Und es ist, wenn ihr das Gefühl habt, der Kaim ist 120 Jahre hinten nach. Nein, weil das erklärt vieles, was jetzt eben auch passiert im Medizinbusiness. Was war da los an dieser Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhunderts, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, die halt immer noch einen dominanten medizinischen Einfluss haben auf uns in Europa. Sie haben das teuerste, mit Abstand das teuerste Gesundheitswesen der Welt. Ihr habt jetzt gesehen, warum, unter anderem. Wir Schweizer haben das zweiteuerste, also wir haben nur Silbermedaille. Es war ein Krieg zwischen den Ärzten und zwischen zwei Lagern, oder? Also die haben sich richtig gefetzt. Das war einerseits die sogenannte allopathische Medizin, ist letzten Endes das, was wir jetzt Schulmedizin nennen. Und die wollte immer sehr rigoros vorgehen, also das Ganze austreiben, also fast diese Krankheiten fast exorzistisch austreiben mit entsprechend damals brachialen Mitteln. Es waren drei Hauptsäulen dieser allopathischen Medizin zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts. Es war einerseits diese Aderlässe, nicht? Durch Blutaderlässe, aber andererseits auch durch Blutegel und so weiter. Also das Abziehen gewissermaßen von Körpersäften. Dann die Grundlage von Big Pharma natürlich, das Verteilen von Substanzen wie Quecksilber, Blei, um toxische andere Substanzen zu binden und zu eliminieren. Das ist ein bisschen sehr vereinfacht jetzt, aber ich möchte ja da nicht einen medizinischen Vortrag über die Methoden vor über 100 Jahren machen, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Aber die Grundzüge waren da, Quecksilber und Blei waren wirklich wesentliche Substanzen. Und dann gab es natürlich die Chirurgie, Surgery, nicht? Also, und ihr seht schon, es war nicht ganz einfach, weil es gab noch keine Anästhesie. Also das war dann so ein bisschen die Wurzel zwischen die Zähne und es gab vor allem auch noch keine Antibiotika, also die Wundinfekte und so weiter. Das war sehr, sehr schwierig und daher wollten viele Menschen sich dort nicht operieren lassen. Also, das geht gar nicht. Also ich habe da großes Verständnis dafür. Stellt euch vor, viele von uns, wenn die da eine Füllung machen müssen, dann wollen die eine Anästhesie vom Zahnarzt, oder? Also stellt euch vor, wenn man da an ganzen Gliedmaßen herumsägt, oder? Das ist eigentlich fast ein
ein Fuchsschwanz da. Und dann gab es das andere Lager, die homöopathische Medizin. Das darf man jetzt aber nicht als diese Kügelimedizin anschauen oder nur die verdünnten Tinkturen. Sondern es war eigentlich die Naturmedizin, so kann man es übersetzen, aber es hieß Homöopathics. Und die arbeiteten eigentlich mit Mixturen, die arbeiteten mehr auf Kräuterebene, auf Stimulation des eigenen Immunsystems, orthomolekulare Substanz, das Sonnenlicht, Vitamin D und so weiter und so fort. Die das Herbeiziehen Naturprodukten, da gab es auch Cocain Toothache Drops, also Kokaintropfen gegen Zahnschmerzen. Das war da weit weg von vom weißen Gold oder wie man sagt, von den Reichen und den Schönen, mit der Tausendernote gesnieft auf einem schönen Glasplatte. Also das waren die beiden Lager, die Allopathen und die Homöopathen. Und dann kam der Faktor Geld dazu. Und da wurde die American Medical Association gegründet. Wir werden gleich die Sponsoren kennenlernen. Und die gibt es immer noch. Die haben mich gerade schlau gemacht, etwa 250.000 Mitglieder. Also es ist ein riesiger, wenn nicht der weltgrößte Berufsverband. Oder? Und da kam sehr schnell, gefördert durch dieses Money, durch dieses Geld, kam der Beschluss, bei der American Medical Association können keine Naturärzte, keine Homöopathen, nur Allopathen, also die klassischen Schulmediziner, beitreten. Da hatten wir natürlich ein riesiges Splitting. Und wer waren die Hauptgeldgeber dort von dieser American Medical Association? Das war John D. Rockefeller, der Erste, und Andrew Carnegie. Andrew Carnegie war ein Stahlmagnat, war ein Eisenbahnbaron, und über John D. Rockefeller, dem Ersten, werden wir jetzt gleich etwas hören. Gleichzeitig gab es im 19. Jahrhundert diese sogenannten Snake Oil Dealer, also diese Schlangenölhändler. Das waren Fahrende. Und einer davon war William Livingston. Er nannte sich Arzt, er nannte sich vor allem der absolut ultimative Onkologe, also Krebsspezialist dort. Und er verkaufte ein Wundermittel, ein solches Snake Oil, ein solches Schlangenöl, das er Rock Oil nannte. Und ihr seht, er zog damit so eine Karre. Diejenigen, die Quentin Tarantino mögen, Django Unchained, da kommt ja der Christoph Waltz, so der Zahnarzt, kommt da mit so einem Wägeli zu fahren, oder? Wo hinten noch so ein Zahn hängt. Und genau so eine Kutsche, mit dem ist William Livingston durch die Gegend gefahren und hat dieses Rock Oil, das aus Öl, also aus Erdöl und einem Laxativum-Gemisch bestand, ein Abführmittel mit Öl, gemischt, hat er 25 Dollar pro Kännchen verlangt. Das entsprach damals ungefähr 2 Monatslöhnen eines Arbeiters. Nicht? Das waren ja nur die Männer, die da in der Fabrik vor allem arbeiteten. Also heute würde man sagen, ein absoluter Wucherpreis ohne jegliche Absprache mit dem Preisüberwachung. Dazu war es ein völliges Nonsens-Medikament, also ein Fake-Medikament, hat überhaupt nichts genutzt, das hat eher geschadet, oder? Und dieser William Livingston, der war ein Bigamist, also er hat seine Frau verlassen mit 6 Kindern, hat dann gleichzeitig, ohne sich scheiden zu lassen, eine andere Frau geheiratet und einer dritten Frau nochmals 2 Kinder gemacht. Und weil er eben noch gesucht wurde als Vergewaltiger, hat er seinen Namen verändert. Also er hieß nicht Bill oder William Livingston, sondern er hieß in Tat und Wahrheit William Harvey Rockefeller. Und er war der Vater von niemandem geringeren als John Davis Rockefeller, dem Ersten. Also die Rockefeller-Dynastie beginnt eigentlich mit einem Snake-Oil-Dealer, der durch die Lande zog, der nie zur Verantwortung gezogen werden konnte.
weil er hatte keinen festen Wohnsitz. Also er hatte keine Arztpraxis oder er war nicht irgendwie in Kansas City oder irgendwo angemeldet. Und dann sagte man, ja, John D. Rockefeller, der ist natürlich aus ganz anderem Holz hier als Familiengroßvater, der war immer treu und der war fleißig und der hat schon bald angefangen nach Öl zu schürfen, hat tatsächlich mit einem Partner in den 60er Jahren, also 1860, eine erste Ölraffinerie in Cleveland gegründet und hat daraus fleißig war er und er hat vor allem auch gelernt, Leute, sagen wir mal, speziell zu behandeln. Das hat er von seinem Vater gelernt und er hat aus diesen Anfängen hatte er wirklich ein Weltimperium gemacht und das heißt Standard Oil. Ihr seht es immer wieder. Auch damals konnte man nicht alles unter den Tisch wischen, dieses Snake Oil, das drang immer wieder durch und er wehrte sich natürlich da mit seinem Vater verglichen zu werden, den man ja bald mal nicht mehr Doktor nannte, sondern Devil Bill, also Teufels Bill, oder? Und, aber der Apfel fällt nicht weit vom Pferd, vom Stamm natürlich. Er hatte ja auch eine harte Schule gehabt, weil William Avery Rockefeller, also Devil Bill, das war sein Erziehungsgrundsatz, solange er noch zu Hause war bei den Kindern. I cheat my boys every chance I get, I want to make them sharp. Also er würde seine Jungs permanent anlügen und betrügen, er wolle sich so richtig scharf, also so richtig heiß machen. Das war sein Erziehungsgrundsatz, nicht gerade anti-autoritär oder Montessori oder was weiß ich, oder? Anyway, er war gestählert von diesem Vater, von diesem mehr oder weniger Taugenichts, oder? Und dann hat er dieses Standard Oil aufgebaut und dieses Standard Oil, da oben steht, wird immer wieder so als Krake dargestellt, hochkreativ und diese Krake, die einfach alles vereinnahmt, oder? Man sieht die verschiedensten Industriezweige und natürlich hat man sich dann auch gefragt, was könnte man machen mit dieser ganzen Petrochemie, da komme ich darauf zurück. Und er hat vor gar nichts zurückgescheut, oder? Gehen wir zum Beispiel zur Autoindustrie, zu Henry Ford mit dem Modell T. Und das war ein Visionär, dieser Henry Ford, er hatte nicht nur gute Züge, aber er hat zum Beispiel gesagt, oder, dass das Benzin der Zukunft wird aus Äpfeln, aus Samen und so weiter entstehen. There is fuel in every bit of vegetable matter that can be fermented. Also das Benzin kann man, oder Treibstoff vielmehr, kann man eigentlich aus allem Pflanzlichen machen, das es nur gibt. Und interessant, das wusste ich auch nicht, liebe Tesla und sonstige Elektroauto-Freaks, bildet euch ja nicht ein, dass das Elon Musk irgendetwas Neues erfunden hat, weil, ich muss das nochmals verifizieren, ich habe es zweimal gefunden, in der Jahrhundertwende, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, waren 28% der Fahrzeuge waren bereits Elektrofahrzeuge, oder? Schaut das, also ihr Tesla-Freaks da, oder? Das ist nichts Neues von Elon Musk. Wusste ich ganz ehrlich gesagt, hatte ich keine Ahnung, war völlig verblüfft. Das Tolle an diesem Job, nicht nur, dass ihr alles geile Sicher seid, die da zuschauen, sondern dass man selbst eben immer wieder sagt, aha, wusste ich nicht, macht Spaß. Anyway, zurück zur Medizin. Öl und Petrochemie war natürlich ein Thema, nicht? Weil ganz vieles entsteht aus Öl, Plastik zum Beispiel, aber auch Geräte, die Medikamente herstellen, Medikamente zum Teil selbst, die Galenik und so weiter. Und da hat sich natürlich John D. Rockefeller der Erste gefragt, wie können wir da Einfluss nehmen, dass das in eine Expansion kommt. Und das Wichtigste war, dass er natürlich die Ärzte bekommen hat, oder? Das heißt, es lief dann über massives Sponsoring. Heute würde man sagen Crowdfunding. Die hatten Rockefeller Standard Oil hat dann angefangen, die Fakultäten massiv zu beliefern, die Labs, die Laboratorien, die Spitäler, aber über die American Medical Association, von der ich euch schon erzählt hatte, aber wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, habt ihr vielleicht auch schon gehört, oder? Und die haben dann natürlich mit seinen Verwaltungsräten, hat Standard Oil, John Rockefeller Foundation und so weiter, hat dann natürlich gesagt, ja, also wir geben euch sehr, sehr viel Geld.
Und wäre es nicht anständig, wenn wir so ein paar Board-Members haben könnten? Also wenn wir doch den einen oder die andere, vor allem dann eine reine Männergesellschaft zu dieser Zeit natürlich, oder fast nur, wenn wir da einen Sitz haben könnten in den strategischen Gremien, in den Aufsichtsräten, so, wer sagt da noch nein? Weil da kam wirklich, es kam wirklich endlos viel Geld. Man muss sich vorstellen, ich habe eine Zahl gelesen, 2014, das Vermögen von Andrew Carnegie damals, Ende des 19. Jahrhunderts, hochgerechnet auf die Kaufkraft im 2014, waren etwa 360 Milliarden Dollar. Also das ist ungefähr das 3,5-fache der angegebenen Vermögen von der Bill und Melinda Gates Stiftung. Einfach damit ihr ein bisschen eine Größenordnung habt. Das war wirklich the big money coming to the medical schools and hospitals, also reinfließend in die universitären medizinischen Fakultäten und Spitälern. Sehr schön nachzulesen in einem Buch von Eustace Mullins, Murder by Injection, also wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen, dann sehr viel aktuell. Und er sagt auch in einem Interview, ja, das Verrückte war, die haben da wirklich den Braten gerochen, weil plötzlich kam diese 1000-Dollar-Pille, also irgendeine sehr teure Therapie gegen irgendwelche Krankheit, und da hat man gesehen, ja, also wenn jemand wirklich am Leiden ist, dann ist the sky is the limit, also da gibt es preislich gegen oben, da gibt es fast keine Limiten, wenn es um die persönliche Gesundheit von jemandem geht. Und das ist die allopathische Seite. Das Problem ist, dass die Natur, die hat noch nie ein Kraut oder eine Pille erfunden, die irgendwie 1000 Dollar wert ist, eine, oder? Also das ist das Problem. Vitamin C kann man nicht Geld verdienen damit, das kann man nicht patentieren. Vitamin D kann man kein Geld verdienen damit. Ja, so ein bisschen, wenn man es schön abfüllt und eine gute Galenik macht, in Pillenform oder Tropfenform, ja. Aber the Big Money, das war eben in dieser Pharmaindustrie drin. Und die haben sich dann natürlich durch diese endlosen Geldströme, die sie losgelassen haben, haben sie sich dann natürlich auch als Philanthropen, also als Menschenfreunde ausgegeben. Aber sie haben nicht nur gesagt, wir wollen die Leute in den Aufsichtsräten und in den strategischen Positionen, sondern wir zertifizieren. Wir zertifizieren die Universitäten, wir zertifizieren auch die Spitäler. Das ist immer noch sehr, sehr stark vorhanden. Es gibt ja auch noch die Rockefeller University in New York. Eine Elite-Universität, und die extrem gut, wie sagt man, founded, also sehr gut bezuschusst wird nach wie vor von der Rockefeller Foundation. Das ist nichts gegen Wissenschaftsförderung, aber ich finde es spannend, die Geschichte aus diesem Snake Oil über Standard Oil, wie das dann in die Medizin reingekommen ist. Und natürlich, das ist das, was wir jetzt auch erleben, wenn jemand gesagt hat, hey Moment, aber der wissenschaftliche Diskurs, ist das jetzt nur noch allopathische Medizin und alles andere, was wir gemacht haben, ist falsch. Die werden diskreditiert, nicht? Das ist wie Bhakti, das ist wie Wodak, das ist wie Frau Professor Mölling, wie Martin Hadic, wie Stefan Hockerts, es gibt ja wie, ganz ein bisschen auch wie Kaimi, die werden dann so irgendwie lächerlich gemacht, und dann wird an ihrer Ausbildung gezweifelt, und sie sind dann auch politisch auf der falschen Seite und religiös sowieso. Und das war dann Medical Follies, also medizinische Dummheiten, oder? Dass man sagte dann, die nicht allopathischen, also nicht die reinen gläubigen Schulmediziner, das waren dann Quacks, nicht? Und wenn ihr das Wort Quacksalber, nicht? Das kommt genau aus dieser Zeit, also ein Arzt, der einfach Mist macht oder nicht weiß, was er tut, ist ein Quacksalber, oder? Das kommt von diesen Quacks, die wurden dann so auch gestempelt, heute sind es Covidioten, damals waren es Quacks. Na, so. Viel Macht, viel Geld im Fluss, aber war es tatsächlich nur, und ich komme auf die Zielgerade, war es wirklich nur das Geld, das der Treiber war, oder? War es nur das Geld, oder ich wage da, und wenn man die Geschichte weiterverfolgt, ein großes Fragezeichen zu machen. Und jetzt schauen wir mal, jetzt gehen wir schon ein bisschen in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, da gab es dann die Rockefeller Foundation, das wurde eine Stiftung überführt, oder? Annual Report 1968, oder? Rockefeller Foundation gibt Kredite oder Gelder to Planet pa- pa-
Parenthood, das ist eine der größten Abtreibungsbewegungen in den Vereinigten Staaten. Übrigens William Gates, der Vater von Bill Gates, hat das mit Margaret Sanger, eine ziemlich heftige Dame, was Abtreibungen und lebenswertes Leben und so weiter betrifft, hat das mitpräsidiert, oder? The Population Council, auf den kommen wir, und andere. Und da war immer wieder an vorderster Front war, Nomen est Omen, David Rockefeller, der ist verstorben 2018, denke ich, oder? Und er hat immer wieder auch vom Gleichen gesprochen, oder? Overpopulation, also Bevölkerung, Überschuss und mit dem auch immer wieder sehr viel Angst gemacht über Nahrungsknappheit, Klimakatastrophe und so weiter. Und wenn wir schauen, oder Studies in Family Planning, Beyond Family Planning und the Population Council hat sich sehr stark eingesetzt für Bevölkerungslimitation und Reduktion. Oder These people are getting money from the Rockefeller Foundation. Also da schließt sich der Kreis, oder? Und es geht noch weiter. They said mass use of fertility control agent by government to regulate birth at acceptable level. Also massive Fruchtbarkeitskontrolle durch die Regierung, um eine vernünftige Geburtenrate hinzubekommen. Sponsored by Rockefeller Foundation, oder? Ja, und da sieht man auch aus einer anderen Schrift, der Rockefeller Institution saw it as the ultimate mean of social control and social engineering eugenics. Heute reden wir von Social Distancing, damals sprach man von sozialer Kontrolle, heute immer mehr auch, chinesisches Kreditmodell zum Beispiel, oder? Aber auch Social Engineering, also die große Frage, was wollen wir für Menschen auf diesem Planeten? Und dann kommt, jetzt machen wir schon fast einen kleinen Generationensprung, John D. Rockefeller, der Dritte, also das wäre der Urenkel von Devil Bill, vom Snake Oil Dealer, der hat diesen Population Council gegründet und ich sehe schön, wie das so daherkommt, Ideas, Evidence, Impact. Das ist also das, diese Marketing-Fuzzis, die sind schon irgendwie genial. So. Und wen hat er installiert als ersten Präsidenten von diesem Population Council? Oder Frederick Osborne. Und er sagt zum Beispiel, dieser Frederick Osborne, Birth Control and Abortion are turning out to be the great eugenic advances of our time. Also Eugenik ist eigentlich die Lehre des Fördernwertens und Lebenswertens Lebens. Ich sage nicht mehr dazu, oder? Und wer ist dieser Frederick Osborne? Er ist ein Gründungsmitglied der American Eugenics Society. Also auch nicht nur Philanthropen dort drin, also vorwiegend schon, aber nicht nur. Die haben sich verschiedene Gedanken gemacht, oder? Soll man defekte Menschen, soll man die gleich von Anfang an sterilisieren, oder? Ja, und es gab dann auch solche, das ist kein Witz, solche Eugenic Certificates oder this guarantee that I have examined the gender of this card and find a perfect physical and mental balance und so weiter und so fort. Also, dass jemand zwischen guten körperlichen und geistig-mentalen Eigenschaften ausgewogen da ist. Also ihr seht, es geht nicht nur, es geht auch heute, wer mir sagt, dass die ganze Geschichte da ist, nur dass die Pharma Geld verdient mit diesen Impfungen, das ist viel zu wenig weit gedacht. Es geht um ganz andere Dinge. Natürlich, die wollen Geld verdienen, wenn die was Gescheites bringen, dann sollen sie auch. Jeder, der was Gescheites bringt, der darf auch Geld verdienen. So lebt unsere Wirtschaft auch. Das ist ganz, aber es geht nicht einfach um Geld verdienen, sondern es geht noch um andere Dinge. Es geht auch um eine gewisse Überlegenheit, nennen wir es durchaus auch Macht, dass diese Menschen antreiben. Ich habe schon ziemlich am Anfang von dieser ganzen Corona-Geschichte gesagt, ich glaube, man tut dem Gates oder der Familie Gates Unrecht, wenn man sagt, er will einfach noch mehr Geld verdienen. Das ist zu einfach gedacht. Natürlich will er Geld verdienen, seine Frau wahrscheinlich auch, oder? Aber das sind ganz andere mentale Narrative, die in diesen Köpfen abgehen. Es ist vielleicht ein bisschen wie
sich erheben über die reine menschliche Ebene. Eben was man lange den Ärzten gesagt hat, das sind die Halbgötter in Weiß. Aber die Halbgötter in Weiß, die haben jetzt zu funktionieren. Die haben Befehle auszuführen, die haben nicht mehr wirklich ein riesiges eigenes Meinungsspektrum. Darum stirbt ja auch dieser wissenschaftliche Diskurs. Und da haben wir andere Mächte und andere Strippenzieher im Hintergrund, die natürlich auch die ganz großen eben Geldgeber sind. Und denen geht es nicht nur primär um Return on Investment, also um noch mehr und noch mehr Geld zu bekommen, sondern eben dieses, ich nenne es mal dieses Il Gioco Divino, also dieses göttliche Spiel zu spielen und eben diese 0,0001%, wie das James Corbett so schön sagt, es ist nicht das eine Prozent, es ist noch viel weniger, da ganz klar zu sagen, wir sind eine Elite, wir sind eine geschlossene Gesellschaft und der Rest, die 99,999%, die sollen bitte nach unserer Pfeife tanzen, sich entsprechend vermehren, gebären, die Medizin annehmen, die wir sagen und sonst gar nichts. So, das, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können davon. Dass ihr ein bisschen das Verständnis seht, wie funktionieren eigentlich so ein bisschen diese Ränkespiele auch mit dieser ganzen pharmazeutischen Geschichte, die wir ja selbst hoffentlich möglichst wenig betroffen, weil je weniger Pharma, das wir brauchen, umso gesünder sind wir in der Regel, oder? Dass wir das auch verstehen können und nicht nur einfach denken, es geht um das oder der Berser ist ein ganz böser und der Spahn ist manchmal noch böser oder weniger böse. Das ist viel zu eng gedacht. Es sind andere Dimensionen da am Werk. Danke für die Aufmerksamkeit. United we stand, divided we fall. Denkt dran, es rückt immer näher und geht stimmen, geht das Richtige abstimmen. Denn, jawohl, kein Snake Oil Dealer, sondern Georg, ganz erschüttert von dem, was er gerade gehört hat. Denn, alle Macht dem Souverän, Amandla Avetu. Einen wunderschönen Sonntagnachmittag und Sonntagabend wünschen wir. Bleibt uns gewogen, abonniert uns, teilt uns, liked uns und kling, 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 die Glocke nicht vergessen. Salut zusammen.